Viele Spieler sind mit The Sims 4 zufrieden. Bei meiner letzten Community-Umfrage waren das rund 52%. Trotzdem gibt es in The Sims 4 viele störende Details, von denen ich euch 50 Stück vorstellen möchte. Was ist eigentlich mit den Accessoire-Packs passiert? Am Anfang gab es immer noch 4 pro Jahr in einer festen Reihenfolge, dann immer ein bisschen weniger und jetzt ist das letzte schon fast 2 Jahre her. Es gibt viel zu viele Sets für The Sims 4. An sich sind diese ein toller Lückenfüller, aber wenn wir für 15 Accessoire-Packs 5 Jahre brauchen und dieselbe Menge bei den Sets nur 1,5, stimmt doch etwas nicht. Wow, so viele Sims auf einem Fleck. Schade nur, dass wir diese Szenen maximal im Trailer und nie im eigentlichen Spiel bewundern können. Meine Hochzeitsgeschichten hatte zwar einen grandiosen Trailer, die Ankündigung hingegen eher ernüchternd. Alle Hauptfeatures des Gameplay-Packs haben zum Release nicht funktioniert. Das darf doch echt nicht passieren. Was ist eigentlich mit den zeitlich begrenzten Missionen für The Sims 4 passiert, die es früher ab und zu gab? Die damit verbundenen Features wie die neuen Pflanzen-Sims waren definitiv eine tolle Abwechslung. Die Entwickler stecken viel zu viel Zeit in die Überarbeitung des Hauptmenüs. Obwohl man dieses pro Sims-Sitzung wahrscheinlich nur 10 Sekunden sieht, wurde dieses mindestens 5-mal neu gestaltet. Die Gameplay-Sets waren tatsächlich eine spannende Idee, von denen aber nur bisher eines erschienen ist. Kommt da noch was? Was ist mit den Bundles für The Sims 4 passiert, die man ganz normal im Laden kaufen konnte? Für alle, die langsames Internet oder kein Online-Banking haben, war das doch eine total praktische Option. 89 fehlende Features im Vergleich zu The Sims 3 zum Release von The Sims 4. Das war schon ein ordentlicher Reinfall für EA. Ganz kurz zwischendurch, lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr schon seit dem Release von The Sims 4 mit dabei seid. Das Mein erstes Haustier-Accessoire-Pack brachte das Prinzip der DLCs für ein DLC ins Spiel. Das gab es zum Glück nur einmal und soll bitte auch so bleiben. Das Star Wars Reise nach Batuu Gameplay-Pack war die Kooperation, die wir nie wollten. Wieso beheben die Entwickler so oft kleine Fehler, die niemanden interessieren, aber die großen, die wir schon seit vielen Monaten oder gar Jahren mit uns herumschleppen, nicht? Es gibt nur einen generellen Filter für alle Sets, das ist doch total unübersichtlich. Einige Objekte, die ursprünglich fürs andere Geschlecht konzipiert wurden, haben komische Verformungen und andere unschöne Nebeneffekte. Warum bekommen die Entwickler das nicht in den Griff? Die Entwickler bringen sehr oft gleiche Objekte mit verschiedenen Versionen ins Spiel. Wäre es nicht Zeit für ein Varianten-Update genau bei diesen? Die Entwickler investieren meiner Meinung nach zu viel Zeit in die neuen Szenarien. Diese sind zwar von der Grundidee gut, allerdings bringen diese in dem kleinen Umfang, wie sie ins Spiel gebracht werden, nichts. Irgendwie sahen die Erweiterungspack-Cover vor dem Redesign doch ein wenig individueller aus mit den verschiedenen Farben. Das aktuelle Hauptmenü passt überhaupt nicht zur restlichen Benutzeroberfläche von The Sims 4. Zuerst hatten die Sets ein in einem 3D-Programm erstelltes Cover, jetzt ist es ein gezeichnetes, das passt irgendwie einfach nicht zusammen. EA, wolltet ihr hier etwa Budget einsparen? Es gibt Zimmer, die in der Galerie ihre Sims mit derzeit beliebten Hashtags hochladen, die aber gar nichts mit dem eigentlichen Upload zu tun haben. Hört doch damit auf. Wieso dauert es so unfassbar lange, bis man ein Grundstück aus der Galerie von der Weltenübersicht aus platziert hat? Wenn man es direkt im Baumodus auf dem Grundstück platziert, geht es ja ebenfalls normal schnell. Komisch. Liebe Entwickler, Fehler, die den Spielfluss stören, sind nervig, aber in der letzten Zeit schleichen sich öfters krasse Fehler ein, die teilweise euren Spielstand kaputt machen oder alle Sims auf einmal betreffen können. Das darf doch eigentlich nicht passieren. Viele Features aus den verschiedensten Packs ähneln sich gerne mal. Die Fähigkeiten der Vampire, Werwölfe oder Promis sehen sehr ähnlich aus und auch das Gaumenfreuden-Restaurantsystem wurde in der Basis nochmal für die Tierarztpraxis aus Hunden und Katzen recycelt. Wie kann es sein, dass nach all der Zeit das Gaumenfreuden-Gameplay-Pack immer noch nicht richtig funktioniert? Das Pack-Refresh von Wellness-Tag war genial, aber leider gab es das Prinzip von Aktualisierungen bereits vorhandener Packs bisher nur einmal. Da geht doch noch was. Die vielen Häuser, die man in den Pack-Trailern sieht, dürfen gerne von den Gurus in die Galerie hochgeladen werden. Bei den Sims-Haushalten klappt das doch ebenfalls. Als das Basisspiel kostenlos wurde, haben die Sim-Gurus das alte Tutorial mit eigenen Bestreben und eingesprochenen Spieletexten einfach durch ein neues ersetzt. War das wirklich nötig? Nicht nur die Sims könnten ein Redesign gebrauchen, was ja schon mal mit den Grusels durch einen Sims Delivery Express geschehen ist. Nein, auch die Welten und Grundstücke aus dem Basisspiel hätten Aktualisierungen mit allen neuen Features aus 8 Jahren Basisspiel-Updates bitter nötig.
Häufig sehen die Grundstücke aus den verschiedensten Packs echt leer aus. Das begründen die Entwickler gerne damit, dass die Sims 4 auch auf schwächeren PCs ohne Probleme laufen soll. Wie man dieses Problem lösen kann? Macht doch einfach zwei Versionen der neuen Welten. Einmal mit wenigen Objekten für schwächere PCs und einmal mehr für alle, die sich um die Spieleperformance keine Gedanken machen müssen. Wenn man einige Grundstücke in der Welt in die Galerie hochladen möchte, kommt es häufig zu Bäumen, die sich ganz dreist vor das Haus schmuggeln und so die Sicht versperren. Dieses Problem sollte sich doch lösen lassen. In The Sims 2 und 3 hatten die Sims in den Welten noch einen weitreichenden Stammbaum und eine spannende Background-Geschichte. In The Sims 4 kennen sich die Sims aus einem Haushalt häufig nicht mal. Kooperationen für Sets machen zwar Sinn, allerdings sollten die Entwickler doch lieber mit Zimmern wie beispielsweise Plumbella für das Pastel-Pop-Set kooperieren, da sich diese einfach besser mit dem Spiel und seinen Problemen auskennen als irgendwelche Designer oder Modeschöpfer ohne Sims-Bezug. Liebe Entwickler, bringt doch die Plumber-Paarreifen und den exklusiven sonstigen Merch einfach für alle Spieler raus. Das Basisspiel ist mittlerweile kostenlos, da das bei alten Spielen öfters mal der Fall ist. Die Erweiterungen sind zwar öfters reduziert, könnten aber auch eine generelle Preissenkung gebrauchen. Dieses Problem gibt es bei meinem Partner Instant Gaming nicht, die teilweise Erweiterungspack für The Sims 4 um bis zu 60% reduziert haben, Link in der Beschreibung. Alle Logos auf der neuen EA Play Seite sind unterschiedlich, mal ohne Logo, mal auf Englisch, mal anders zugeschnitten. War da ein Praktikant dran? Die Dekohäuser in The Sims 4 sind gar nicht mal so schlecht wie viele sagen, da sie auf jeden Fall dazu beitragen, die Welten wie real existierende Städte aussehen zu lassen. Leider sind es im aktuellsten Sims-Teil aber trotzdem oft viel zu viele in einer Region, die halbe Welt besteht nur aus Deko. Wie wäre es, wenn wir nach den Community-Abstimmungen zu den Accessoire-Packs ebenfalls bei der Auswahl von Erweiterungspacks-Features wie bei Schick mit Strick und dem Waschtag-Accessoire-Pack mit abstimmen könnten? Vor 2 bis 3 Jahren konnten wir uns noch über 2 große Erweiterungen im Jahr freuen, was den Entwicklern wohl zu stressig war. Jetzt ist es wieder nur eine, so wie in den Anfangsjahren von The Sims 4. Die Entwickler legen viel zu viel Wert auf Essen in The Sims 4. Es ist zwar witzig, neue Gerichte auch aus anderen Kulturen auszuprobieren, allerdings fügen die Sim-Gurus in letzter Zeit viel zu viel neue Gerichte hinzu. Konzentriert euch doch lieber auf etwas anderes, was das Gameplay mehr voranbringt. Das Sonnenterrassen-Accessoire-Pack hat mit nur 45 neuen Objekten deutlich weniger Inhalt als alle anderen Accessoire-Packs dieser Kategorie. Diese quantitative Schwankung ist einfach blöd. Wir haben jetzt schon 3 verschiedene Systeme für Streaming in The Sims 4. In Großstadtleben, werde berühmt und Highschool-Jahre können Millionen von Followern gesammelt werden. Das Emotionssystem, welches bei der Ankündigung des Basisspiels in den Himmel gepriesen wurde, ist 8 Jahre später völlig uninteressant geworden und wird auch von den Entwicklern nicht mehr großartig beachtet. Die Entwickler haben schon vor mehr als einem Jahr angekündigt, die Simulationsruckler in The Sims 4 zu beheben und Haushaltsüberarbeitung bald zu implementieren. Im Spiel haben wir diese aber noch nicht. Die fehlende Möglichkeit, Hunde und Katzen aktiv steuern zu können, wurde mit Realismus begründet. In der Spielereihe mit Vampiren, Hexen und Jobs ohne vorheriges Bewerbungsgespräch. Das ist eine sehr unlogische Ausrede. In The Sims 3 gab es mit einigen Erweiterungen aktive Berufe, bei denen wir unsere Sims am Arbeitsplatz steuern können. Die Berufe mit kleinen Tagesaufgaben in The Sims 4 sind zwar besser als die nicht interaktiven aus dem Basisspiel, aber ich würde mir trotzdem noch mehr Erweiterungspacks mit komplett aktiven Karrieren, abgesehen von denen aus An die Arbeit, wünschen. Wie kann es eigentlich sein, dass das paranormale Phänomene-Accessoire-Pack mehr Gameplay als das doppelt so teure traumhafte InDesign-Gameplay-Pack bietet? Warum haben die Entwickler den Unterricht der Schulen aus Highschool-Jahre so langweilig gestaltet? Man kann hier nicht mal wirklich interagieren, schlafen, mitschreiben oder sonst irgendwas. Nach 8 Jahren The Sims 4 können wir immer noch nicht im Baumodus Treppengeländer für jede Seite individuell hinzufügen. So kommen diese glitschenden Geländer an der Wand zustande. Das Zeit für Freunde Erweiterungspack hat irgendwie viel weniger langzeitspaßbringendes Gameplay als die anderen Erweiterungen für The Sims 4. Da darf gerne mit einem Pack-Refresh nachgebessert werden. Wieso haben die anderen NPCs in der Welt so häufig schreckliche und unpassende Klamotten an? EA, könnt ihr nicht eine Auswahl von verschiedenen per Hand erstellten Outfits basteln und diese dann den Sims zufällig zuweisen? Das würde das Problem lösen. Das war's mit vielen störenden Details, die mir so auf der Seele brennen. Wollt ihr diese Auflistung auch für positive Dinge an The Sims 4? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.